Wir haben erfahren, dass eine Probe Werwolfsblut in die Hand der Lokalpresse gelangt ist und zur Analyse in die Klinik von Santa Monica geschickt wurde. Um die Verantwortlichen haben wir uns gekümmert. Höchst schmerzvoll. Höchst schmerzvoll, keine Sorge. Doch aus offensichtlichen Gründen darf niemand die Probe testen. Hol sie zurück und wirf sie in den Briefkasten. Wir werden dich angemessen entlohnen. Sebastian Lacour. Okay. Für den Prinz der Vampire werden wir es natürlich machen. Aber nun erstmal... ab ins Bett. War eine harte Nacht. So. Jetzt aber nichts wie zurück. Und dann werden wir der guten Jeanette von unseren, von unserer Arbeit, sage ich mal, erzählen. Sie wird sich sicher darüber freuen und dann kommen wir hoffentlich auch dem ganzen Rätsel hier schon mal ein Stück näher und werden dann eventuell hoffentlich endlich zu unserem Kontaktmann gebracht, der sich ja noch immer versteckt halten muss, da die Fehde noch nicht behoben wurde zwischen dem Bertram Tong und der nicht Jeanette Forman, sondern der Therese Forman. Und wir haben natürlich in der E-Mail... Alles schön. Und wir haben natürlich, Moment, ich steck mal lieber das Messer weg. So. Wir haben natürlich noch diese E-Mail bekommen. Da sollten wir uns eventuell auch drum kümmern. Aber... ja... gut, die E-Mail war von dem Sebastian. Von daher sollten wir die vielleicht zuerst in Angriff nehmen. Es ging um Werwolfblut, was... in die Klinik gelangt ist. Eventuell nicht so gut, wenn wir uns da nicht sofort drum kümmern. Wenn das analysiert wird, dann könnte das, keine guten Auswirkungen nehmen auf unsere Maskerade. Und dann wäre natürlich hier auch die Camarilla in Gefahr und das wollen wir natürlich nicht. Von daher kümmern wir uns erstmal darum. Freien Eintritt dürften wir noch immer haben. So, ja, das klappt hervorragend. Jetzt ist nur die Frage, wo wir nach dem Werwolfsblut suchen sollten. Eventuell sogar unten. Da ist ja die Blutbank. Hört sich sowieso für uns in unserer jetzigen Gestalt als ein sehr schöner Ort an. Vielleicht können wir da auch noch ein paar Blutkonserven abgreifen. Ja, nach diesem letzten Kampf mit dem Vampir, der wohl auch schon relativ mächtig war, haben wir auf jeden Fall nicht mehr so viele Reserven. Eventuell lohnt es sich hier ein bisschen näher zu suchen. So, wir gehen einfach mal rein und gucken, was passiert. Hallo? Der junge Mann stört sich nicht weiter an uns. Naja, soll ich es versuchen aufzuknacken oder... na, wir fragen erstmal. Mal sehen, was wir hier so für Möglichkeiten bekommen. You next up for the needle? Hm? Your donation could save a life, you know. Oh, but isn't it a little late for altruism? I don't think you're here to give blood at all. I don't buy it, Jack. I bet you're here to take blood. Am I right? Hm, was weiß er? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Hast du denn welches? Ja, wir haben ja von dem Jack schon mitbekommen, genauso wie von dem Sebastian, dass wir nicht unbedingt zu viel erzählen sollten. Von daher erstmal, was redest du? They all come in here with that same nonchalant look. With that who me stare, as if they were so clever. Do you think you're the first vampire to try and come in here to buy blood? Honestly. Okay, er weiß ziemlich viel. Wie sollen wir mit ihm umgehen? Kommt darauf an, welcher Jahrgang es ist. Ich weiß wirklich... vertrauen können wir dem Typen sicherlich nicht. Allerdings würde mich schon interessieren, was er weiß. Und vor allen Dingen, ob wir... uns hier nicht mit ihm anfreunden können. Von daher, kommt darauf an, was für einen Jahrgang verkaufst du? I can accommodate a refined palate.
Zeig mir, was du hast. In Augenblicken nicht, vielleicht später. Wir gucken erstmal, wie denn hier so die Preise stehen. Auch wenn das vielleicht nicht die beste Idee ist, von einem Menschen zu kaufen. Ich wüsste momentan nicht, wo wir es sonst herkriegen sollten. Also, nun ja. Gut, wir haben hier die normale Blutkonserve. Allerdings im Preis viel zu hoch. Das können wir uns momentan nicht leisten. Was haben wir sonst noch? Aristokratenblutkonserven. Ein bisschen teurer, aber auch wirkungsvoller. Aber wir können es uns momentan sowieso nicht leisten. Aber es ist generell nicht so schlecht, dass wir hier einen Ort gefunden haben, an denen wir uns eventuell bedienen können. Aber ich frage nochmal, jetzt wo wir das abgearbeitet haben. Need a fix? Im Moment nicht, nee. Gut, das war's. Jetzt ist halt die Frage, ich mach mal kurz ein Quicksave. Ich versuche jetzt einfach mal, mich hier zu verstecken und. Naja, komm, wir versuchen es einfach mal. Da brauchen wir die Stufe 3. Was an sich gar nicht so schwierig ist, da wir ja auch Punkte bekommen haben, die wir noch nicht vergeben haben. Von daher. Wir haben noch 8 Punkte. Die könnten wir jetzt natürlich auf Heimlichkeit skillen. Dann könnten wir. Könnten wir gar nicht, ne? Warte, wo war denn. Moment. Schlösser knacken. Sicherheit wäre es gewesen und Geschick. Moment. Jetzt überlegen wir mal. Geschick macht generell Schlösser knacken und schleichen und Sicherheit würde nur schleichen. Nee, nur Sicherheit machen. Nee, nur Schlösser öffnen machen. So war's, genau. Ja, wird auf jeden Fall weniger kosten. 3 Punkte bräuchten wir hierfür und hierfür bräuchten wir genau 8 Punkte. Das könnten wir machen. Allerdings sind wir auch dann die ganzen 8 Punkte wieder los, die wir uns ja so hart erkämpft haben beim letzten Mal. Jetzt ist die Frage. Schleichen ist aber generell sehr sinnvoll, brauchen wir später ge sowieso, und wir wissen ja, Schleichen entspricht auch genau dem, was wir schon vor der Verwandlung gemacht haben. Von daher investieren wir einfach mal die 8 Punkte und hoffen, dass es kein Fehler war. Somit dürfte das Schlösserknacken auf 3 steigen und Schleichen auf 4, was ja nicht mehr so schlecht ist. Ja, okay. Dann wären wir somit fertig. Und dann widmen wir uns doch zum wiederholten Male der Tür. Erfolgreich. Na schön. Wir schließen die Tür. Es soll ja keiner aufmerksam werden. Hier gehen wir lieber nicht rein. Wir gucken uns erstmal um. So, mal ganz spaßeshalber können wir die Tür. Ehrlich jetzt? Ehrlich jetzt? Toll. Naja, was soll's. Aber ich denke, in der Blutbank werden wir auf jeden Fall schon mal richtig sein. Was können wir hier machen? Ich mach mal lieber nochmal ein Safe. Die Tür ist verriegelt, da brauchen wir einen Schlüssel. Da kommen wir momentan noch nicht weiter. Ah, Kühlschränke. Passwort benötigt ihr das Passwort, das finden wir doch bestimmt heraus. Wenn wir mal ein bisschen herumprobieren. Ambrosia, das sieht gut aus, ja. Temperatur, Passwort. Passwort hört sich doch eigentlich sehr sinnvoll an. Gut, das hat soweit nicht geklappt. Gucken wir mal erstmal, wo denn die Kühlschränke sind. Oder wollen wir erstmal einen Blick hier reinwerfen? Einen ganz kleinen? Nun ja. Das sieht nicht nach Kühlschrank aus. Ich nehme stark an, dass die Kühlschränke hier sind. Dementsprechend wird auch wahrscheinlich das Blut und im besten Fall das Werwolfsblut hier aufbewahrt werden.
Huch. Huch. Nicht so schnell. Gut, raus können wir auf jeden Fall schon mal. Das ist eine gute Idee und... Komm, geh mal weg hier damit. Gut, hier können wir, glaube ich, ein Passwort eingeben. Das wissen wir allerdings noch nicht. Von daher können wir da jetzt noch nicht so viel machen. Nun denn, schauen wir uns mal woanders um. Ja, auch das hier sieht nicht so aus, als ob wir hier irgendwas finden könnten. Eventuell sind wir auch einfach falsch. Dann müssten wir vielleicht noch woanders gucken. Nun gut. Anscheinend einfach die falschen Räumlichkeiten. Dann nichts wie raus hier mit uns. Eventuell finden wir ja in den anderen Räumen weiter oben mehr. Wir müssen jetzt nur wieder extrem wegen diesem blöden Wachmann aufpassen. Er hat uns ja schon das ein oder andere Mal die Tour versaut. Aber wir sollten ihn noch unter Kontrolle haben, sofern wir nicht irgendwo ran rumspielen. Sollte das kein Problem darstellen. Ah, wir erinnern uns, hier ist der Aufenthaltsraum. Was haben wir hier? Das Passwort. Ist das für uns wichtig? Moment. Hier waren doch noch genau der Safe. Da kamen wir das letzte Mal, glaube ich, nicht dran. Aber den hier haben wir aufbekommen. Ich speichere mal lieber, bevor uns hier der Typ wieder in die Kehle springen will. Natürlich ist es hier geschlossen, aber wir kriegen das Ding, glaube ich, auf. Hier war der Terminal dafür, wenn mich nicht alles täuscht. Gut, nee. Das hier ist der Kontrollmechanismus für die Kameras. Das stört uns momentan eher weniger. Wo war denn der Terminal, um das Ding aufzukriegen hier? Nein. Schon eher. Ah, okay. BM-Tür dürfte offen sein. Also wenn wir... Also wenn das die ist zumindest. BM-Schrank. Das Passwort weiß ich gar nicht mehr, aber wir finden es einfach wieder heraus. Gut. Hat geklappt. Aber jetzt ist halt die Frage, für welchen Tresor von den beiden das Ganze war. Natürlich. Natürlich, es war für den anderen. Und das Ding ist ja noch immer verschlossen. Ich versuche noch einmal, aber die Kameras werden keine Auswirkungen haben. So gehackt ist es. Kamera 1. Betäubungsmittelkamera deaktiviert. Aus Sicherheitsgründen wurden alle anderen Kameras automatisch aktiviert. Ja. Und was ist Kamera 2? Arzneimittelkamera. Das bringt mich jetzt momentan noch nicht ganz so weit, muss ich ehrlich gestehen. Und dieser Typ hier, der nervt total. Den kriegen wir aber nicht so einfach klein. Und wir wollen ja auch natürlich so wenig Aufmerksamkeit wie nur möglich auf uns ziehen. Ah, so kommen wir dann nicht rein. Und ich glaube, von dieser Seite hier ist das auch nicht besser. Aber wir nehmen nochmal einen kleinen Blick. Hier kommen wir nicht durch. Hier kämen wir durch, aber das hilft uns nicht weiter. Denn jetzt kommen wir wieder genau. Wir kommen wieder im Flur raus. Nee. So, wo war denn jetzt der Eingang? Wir wollen... Genau hier. Wir wollen dann noch ein Stockwerk wieder runter.
In der Hoffnung, dass es was bringt. Ich meine, mich erinnern zu können, dass wir noch irgendwo einen Rechner hatten, wo der E-Mail-Verkehr relativ schnell ging. Das heißt, da haben wir vielleicht jetzt neue Informationen. Wäre jetzt auf jeden Fall so eine Idee. Das war der hier. Mal gucken, ob was Neues drin ist. Na, wie war's denn? So, nee, so. Ach so, ja, ist schon korrekt. Aha, aha. Dann fangen wir doch mal an.